aus 67 abdrücken. Ich drücke an. Weichstrich, schneller bitte. Rang 1 hört. Die Rang 1 aus 23 vorziehen bis an die Maschinen. Ja, und die Rang 1 kommt vor aus 23 bis an die Maschinen. Die Baureihe V60 ist eine ursprünglich für die Deutsche Bundesbahn entwickelte Diesellokomotive für den Rangierdienst. Sie wurde ab 1951 entwickelt, an Bau und Entwicklung waren fast alle namhaften Lokomotivfabriken beteiligt, heißt es bei Wikipedia. Die neue Baureihe wurde zunächst als V60 bezeichnet. Insgesamt wurden 942 Lokomotiven geliefert, knapp ein Viertel ist noch aktiv. Eine dieser V60 ist Vorbild des hier gezeigten Pico-Modells. Das Modell beeindruckt durch zahlreiche angesetzte Details. Das fängt beim vollständig ausgestatteten Dach an und geht weiter über die stabilen Geländer, seitlich und an Vor- und Rückseite und die freistehenden Stangen entlang der beiden Motorhauben. Auch die Griffstangen zu den Führerhaustüren stehen frei. Besonders gut gelungen ist in Sonnebergern die Detaillierung unterhalb des Rahmens, wo sich zahlreiche Leitungen und Aggregate befinden. Die Räder mit ihren filigranen Speichen sind eingerahmt von Klotzbremsen, deren Klötze vorbildgerechte Teilungen aufweisen. Jeweils am ersten und am letzten Rad sind Sandfallrohre auszumachen. Die Fahreigenschaften indes halten mit dem Äußeren nicht Schritt. Zwar fährt die Lok seidenweich an und rollt in der ersten Fahrstufe sehr langsam. Wird sie beschleunigt, quittiert sie das mit einem Ruck. Weiteres Beschleunigen wiederum ist geschmeidig. Eine einmal eingestellte Geschwindigkeit hielt die V60 nicht gut ein, es musste oft nachgeregelt werden. Was sich bei der Fahrt vorwärts ohne Sound durch ein leichtes Blicken bemerkbar machte, brachte die Lok rückwärts aus dem Konzept. Bei jeder Radumdrehung ruckte sie deutlich. Die hintere Achse ist direkt angetrieben, ein Haftreifen sorgt für bessere Reibung. Das Gestänge nimmt die Räder der beiden vorderen Achsen mit. Die mittlere Achse ist höhengelagert und taumelt leicht. Die Lok ist vollgestopft mit Betriebs- und Soundfunktionen, offensichtlich vom Vorbild aufgenommen. Eine Funktion, die F27, ist besonders nützlich. Mit ihr nämlich lässt sich in mehreren Stufen die Lautstärke verstellen,
von Mäuschen leise bis vernehmlich laut. Die Traktionseigenschaften sind für eine Lok, die nur im Verschiebedienst eingesetzt wird, ausreichend. Bei 45 Gramm im Gewicht welcher unserer Rollenwaage geriet sie beim Anfahren in Schleudern, bei 66 Gramm blieb sie schleudernd am Fleck stehen. Ihre Auslaufeigenschaften sind mittelmäßig. Rund 9 cm rollte sie aus mittlerer Geschwindigkeit und 10,5 cm waren es aus Vormax. Als letztes Untersuchungsdatum ist der 6.12.61 aufgedruckt. Das ist Epoche 3, die von 1945 bis 1968-70 dauerte.